Und wir sind hier auf der Gemarkung Oberhausen-Rheinhausen, direkt an der Grenze zum Rhein-Neckar-Kreis. Deshalb wurden um 13.11 Uhr auch die Feuerwehren aus Oberhausen-Rheinhausen, aus Neulusheim und aus Hockenheim alarmiert. Das Alarmierungsstichwort war Zusammenstoß eines Kleinflugzeuges mit einem Hubschrauber beim Modellflugplatz in Oberhausen-Rheinhausen. Und unsere Kräfte, die aus Oberhausen-Rheinhausen waren zuerst vor Ort, haben dann ein brennendes Wrack eines Hubschraubers vorgefunden und haben dann die Löscharbeiten sofort aufgenommen. Es war hier ein schwieriges Gelände, sodass nur geländegängige Fahrzeuge eben eingesetzt werden konnten. Weitere Fahrzeuge, insgesamt 11, wurden dann mit ihrem Wasservorrat zum Einsatz gebracht. Die Feuerwehr hat anschließend die Polizei unterstützt bei der Verletztensuche und bei der Trümmersuche. Derzeit sind insgesamt 35 Feuerwehrkräfte mit 11 Löschfahrzeugen im Einsatz. Es sollen auch Trümmerteile in den Ehrlichsee gestürzt sein. Was ist Ihnen da bekannt? Ja, also die Trümmerteile, die in den See gestürzt wurden, wurden dann von der Polizei quasi mit dem Polizeihubschrauber gesucht und der ist ja noch im Einsatz. Können Sie irgendetwas sagen zum möglichen Hergang des Unglücks? Nein, das können wir nicht sagen. Also wir wurden quasi mit einem Alarmstichwort Kleinflugzeug alarmiert, haben gedacht, das ist eher beim Modellflugplatz eine kleinere Havarie. Und unsere Kräfte sind dann auch betroffen von dem Ausmaß der Toten, die hier vorgefunden wurden. Und wir haben auch Kräfte des Nachsorgeteams hier im Einsatz, die Einsatzkräfte auch betreuen. Gibt es Informationen darüber, zu welcher Organisation der Rettungshubschrauber gehört? Nee, also da haben wir keine Kenntnisse und diese Ermittlungsarbeiten obliegen ausschließlich der Polizei. Ist Ihnen bekannt, ob alle Personen, alle Insassen der Flugzeuge und des Hubschraubers aufgefunden wurden oder ob noch weitere Personen gesucht werden derzeit? Also derzeit sind wir noch beim Suchen, aber bestätigt sind im Moment 4 Tote.